2013 wurden in Niedersachsen Inklusivschulen eingeführt. Körperlich oder geistig beeinträchtigten Kindern sollte so ein barrierefreies Lernen gemeinsam mit nicht behinderten Kindern ermöglicht werden. Welche Probleme es dabei gibt, darüber diskutierten am Montagabend Betroffene und Experten beim HAZ-Forum. Zum Beispiel in der Förderschule Sprache geht es ja nicht einfach nur darum, ein bisschen Stottern zu beheben, sondern da geht es tatsächlich um große Probleme. Wenn die Eltern ihre eigenen Kinder nicht verstehen in der Grundschule oder beim Spracherwerb, wer kann da helfen? Kann das die Schule, die Grundschule bewegen? Unsere Grundschule um die Ecke hat gesagt, das können wir auch mit Grundversorgung niemals darstellen. Inklusion ist nicht nur eine schulische Aufgabe, sondern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention sind wir alle aufgefordert, genau zu diesem Thema uns Gedanken zu machen und zu schauen, wie wir das halt auch so umsetzen, dass auch unsere Bildung barrierefrei für jeden zugänglich ist. Und Ziel muss es sein, jeden bestmöglich zu fördern. Ich persönlich bin sehr froh, dass wir in jedem Fall einen Weg beschritten haben, das glaube ich kann man sagen, den wir nicht umkehren werden. Es wird ein Weg sein auf dem Weg zu einer inklusiven Schule, zu möglichst solchen Schulen, die alle Kinder dort, wo sie sind, abholen und so unterstützt, wie sie entsprechend Unterstützung brauchen. Und dass das nicht von heute auf morgen zu erledigen ist, denke ich mal, merken wir tagtäglich auf diesem Weg. 2005 habe ich dann meinen zweiten Sohn bekommen, vermeintlich gesund. Der, wo sich aber im Nachhinein herausstellte, der hatte einen Schlaganfall im Mutterleib. Und eigentlich hat mich mein Kind gelehrt, inklusiv zu denken. Denn als ich innerlich bereit war, dann dafür ihn so zu nehmen, wie er war, musste ich feststellen, was die Gesellschaft vorhat, nämlich ihn nicht so zu nehmen, sondern ihn zu sortieren. Als dann feststand, dass ich kleinwüchsig bin oder kleiner als andere sein werde, hieß es bei meinen Eltern so als erstes, naja, also seien Sie mal froh, wenn sie Fahrrad fahren kann und wenn sie dann in der Lage sein wird, zur Förderschule zu gehen und so, dann wird schon alles gut. Und inzwischen habe ich Abitur und einen Magisterabschluss und so und alles ist super. Und meine Mutter sagt heute manchmal, sie würde gerne zu diesen früheren Ärzten gehen und zu den früheren Lehrern und sagen, hier übrigens so und so sieht's aus. Mehr als 350 Interessierte, so viele wie bei keinem HAZ-Forum zuvor, debattierten energisch mit dem Podium. Dabei ging es vor allem um den Mangel an Förderlehrern und die fehlende Zeit, sich im stressigen Schulalltag den Handicap-Kindern intensiv zu widmen. Ich unterrichte zurzeit in einer 5. Klasse mit 5 Inklusionskindern. Ich habe in 3 Fächern eine Förderschullehrerin dabei. Alle anderen Stunden unterrichten wir als Kollegen alleine. In dieser Klasse habe ich die Förderkinder. Ich habe Kinder, die werden einen Hauptschulabschluss machen. Ich habe Kinder, die werden einen Realschulabschluss machen. Ich habe Kinder, die möchten das Abitur machen. Und allen diesen Kindern soll ich unter diesen Bedingungen gerecht werden. Da meine knackige Frage, wie soll das gehen? 240 Fünftklässler sollen im Sommer 2017 in Hannover inklusiv beschult werden. Viele anwesende Lehrer fragten sich, wie das angesichts der kritischen Lage gelingen soll. Also ich bin in der Grundschule tätig und ich denke, die Idee der Inklusion ist grundsätzlich gut, aber wir haben einfach zu wenig Personal, um das zu verwirklichen. Die sind irgendwie mit gut 70% quasi nur versorgt, was die Förderschullehrer angeht. Wir brauchen pädagogische Mitarbeiter, die haben wir gar nicht. Wir brauchen Räume, um fördern zu können. Also es sind ja unterschiedliche Beeinträchtigungsformen und die müssen ja die Förderschullehrer jetzt so bedienen. Aber wir haben ja die Ressourcen gar nicht an die Schulen bekommen dafür. Um dem Engpass an Förderlehrern entgegenzuwirken, kündigte Kultusministerin Heiligenstadt an, die Studienplatzzahl für Sonderpädagogen von 200 auf 460 zu erhöhen und mehr Fortbildungen zum Umgang mit Inklusivschülern anzubieten.